was bisher so passiert ist. Ich könnte doch den Abschluss machen fürs zweite Jahr am Ende des Semesters und wechsle dann direkt ins dritte Jahr. Grace, jetzt bist du wirklich irre geworden. Du meinst, es war deine Wärmecreme? Was ist passiert? Sie war schon einzigartig, deine Mom. Dad sagt, sie war depressiv. Ich weiß noch, sie lag oft im Bett. Vielleicht war Sammy deshalb mit uns beiden zusammen, weil wir uns... Du meinst, ähnlich sind? Weißt du, wer Experte für Demobänder ist? Ethan. Machen wir eine Konferenzschaltung. Glaub nicht, dass das große Schweigen nicht aufgefallen wäre, das über deinem Sommer in Barcelona liegt. Ich hatte einen tollen Jungen mit einem Herzen so groß wie der ganze Hafen. Aber den hatte ich nicht verdient. Und ich hab's versiebt. Necesito ir. Sorry. Hickson Road, National Academy of Dance. Danke sehr. Ich höre die Mailbox selten ab. Wenn es wichtig ist, schickt eine SMS. Das Motto für unsere Ausbildung könnte gut sein: Mogel dich durch, bis du es schaffst. Du solltest die aus dem ersten Jahr sehen. Die kampieren draußen und warten darauf, dass sie Promis sehen können. Offenbar. Cat glaubt, wenn sie die fanatische Ballettrate spielt, kann sie die Zeit, in der sie ihr Talent vergeudet hat, wieder wettmachen. Hoffentlich lassen sich alle ablenken und kaboom, dann mache ich sie fertig. Grace glaubt, wenn sie so tut, als wäre sie ein normaler Mensch, würde keiner merken, dass sie eher eine Spinne ist, wie die schwarze Witwe. Frühstück zur Feier des Tages? Oh. Platz dafür, Mercutio. Ich stehe da. Ich dachte nach dem Reinfall mit der Kompanie. Scheiß. Ich bin Romy und du... Rocafolette. Tara glaubt, wenn sie so tut, als wäre sie die perfekte Freundin, würde sie jetzt wie durch Zauberei nicht neurotisch, eifersüchtig und sehr anspruchsvoll sein. Ich bin eigentlich die Einzige, die sich hier nichts vormacht. Benvolio. Eine Nebenrolle. Und ein Mann. Geschlechtertausch ist jetzt wohl in. Ich bin Julias Amme. Ist das eine Beschwerde? Nein, gar nicht so. Wir machen nicht nur Romy und Julia. Das moderne Tanzstück braucht gute Solisten. Ein brillanter, junger Choreograf. Du könntest genau sein Typ sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich würde Julia tanzen. Hat Mom sie getanzt in der Kompanie oder... Auch im dritten Jahr. Grace, was denkst du darüber, nicht auf Tournee zu gehen? Vielleicht ziehst du ein paar Monate zu mir. Warum sollte ich das tun? Du bist sehr labil und ich glaube, etwas Stabilität wäre das Richtige für dich. Bin ich das? Wann? Ich sabotiere doch keine Kompanieaufführung, Lucy. Ja, ich weiß, dein Verschulden an dem Vorfall ist nicht bewiesen. Aber Grace, ich mache mir Sorgen um dich. Aber vermutlich bin ich die beste Tänzerin für diese Rolle. Und deshalb hat Zack mich besetzt. Ja, richtig. Naja, dann kann es ja nicht deine Aufgabe sein, die Produktion zu gefährden. Ganz zu schweigen von meiner ganzen Zukunft beim Ballett. Aber als Patentante muss ich auch an andere Dinge denken. Lucy, heute ist der erste Probentag. Bis Ende der Woche wirst du überzeugt sein. Nicht nur, dass es mir gut geht, sondern dass die Tournee mich braucht. Unbedingt, verstehst du? Ihr zwei seid in fast jeder Szene. Darum müsst ihr auch zusätzliche Zeit investieren. Du hattest es dir so schön gedacht. Ben als Romeo, du als Julia. Ihr triumphiert im Wagga Wagga Kulturzentrum. Und nun... Wir sind gerade wieder zusammen. Ich erlaube mir keine negativen Gedanken. Noch einmal von der Hebung.
Das ist dein Plan? Selbstloses Verständnis, happy, wenn er happy ist? Du stellst dir immer wieder selbst die Fallen. So, dritter Jahrgang, ich möchte euch Wes Cooper vorstellen. Er gehört nicht nur zu den jungen Wilden der europäischen Choreografen. Er opfert auch einen Sommer seine Arbeit mit Impression und kreiert eine Welturaufführung für eure Tournee. Und das ist kein schlechter Tausch. Ich wollte schon immer die Provinz Motels in Australien kennenlernen. Impression? Dann wirst du Ethan kennen. Er ist sogar mein Mitbewohner. Hi, Abby. Eine schöne Überraschung? Wie willst du vorgehen? Ich sehe am besten bei den Proben zu und suche mir dann meine Solisten aus. Gut. Hast du uns was zu erzählen? Falls du dich um die Rolle des kessenschwulen Freundes bewirbst, ich brauche keinen. Heute kann ich nicht. Ich gehe mit Tara zum Bowling. Hast du Zack nicht verstanden? In dieser frühen Probenphase sollten wir uns vollkommen einbringen. Wir können es ruhig verschieben. Nein, wir feiern unser 2-Wochen-Jubiläum mit Bowling. Ist das zu glauben? Sie hat noch nie gebowlt. Das kann bis morgen warten. Grace hat recht. Es ist viel wichtiger, dass ihr die Balkonszene drauf habt. Er ist hier. Reese O'Leary, er ist tatsächlich hier. Reese, hey, geben Sie mir auf die Brust ein Autogramm für meine Freundin? Na klar, gern. Danke. Ist das der Kerl aus den kitschigen Fantasy-Filmen? Archer und die Argonauten. Ja, glaube ich. Hey, ich habe mich schon gefragt, ob ich euch hier treffe. Ihr habt wohl für meinen Kurs jetzt keine Zeit. Ich habe noch nie die Choreo für einen Film gemacht, das wird interessant. Und wie sieht die Story aus? Böser Bursche aus dem Armenviertel trifft Ballettprinzessin. Was sonst? Hey, wisst ihr, ihr solltet vortanzen. Wir werden viele Szenen hier drehen. Das wäre wunderbar, aber das wird sich mit unserer Tournee überschneiden, also... Wirklich? Hm. Falls ihr es euch anders überlegt, die Regie will, dass ich mir die Tänzer für die Nebenrollen heute ansehe. Sie klammert derartig, besonders jetzt, wo Markus zurückfährt nach Texas. Sie wird ihren Verlobten vermissen, klar. Aber ich schmeiß doch nicht die Tournee und führe den Kater aus. Wir finden nicht den richtigen Kontakt zueinander. Na, dann proben wir doch den Kuss. Spitz die Lippen. Wieso stellen wir uns nicht einfach vor, mit jemandem zu tanzen, auf den wir stehen? Also, während du mit mir tanzt, stellst du dir Tara vor? Ist ja irre. Wow, ihr seid ja viele. Tut mir leid, wenn es nachher brutal wird. Wir haben bald Prüfung. Da muss man sich auch mal in einem Wettbewerb testen. Ich glaube, hier geht's weniger darum, dass ich einen Schnelldurchlauf tanze, als dass du jemanden brauchst zum Händchen halten. Ist Benvolio wirklich eine so blöde Rolle? Unvorstellbar. Haben wir es gezeigt. Und wir schaffen die Ballettrunde morgen mit links. Heute Abend in die Bodega? Ethan sagt, die Tapas sind da besser als in der Boqueria. Ach, sieh an. Du bist der Mitbewohner, der ihn dauernd ablenkt. Und du bist Cat, die heiße Schwester. Oh, dann weißt du auch, was da drüben lief. Ich krieg nämlich aus beiden nichts raus. War das die unheimlich große Liebe? Die große Liebe zwischen Abby und Ethan? Oh, halt. Sie ruft nicht an, sie schreibt nicht und jetzt werde ich totgeschwiegen? Oh, da fühlt man sich echt wie der kleine Ferienflirt. Halt, Moment. Ihr zwei? Und denk bitte an dein Auswärts. Daran müssen wir arbeiten, wenn du meine Solistin bist. Ich tanze dein Solo, wenn du nackt Riverdance hinlegst und singst She'll Be Coming Round the Mountain. Auf Spanisch. Wenn ich's tue, gibt's ein Verkehrschaos. Bis dann. Young love, is nothing quite the same. Young love, it changes in me.
ist ja für mich was ganz Neues. Du strengst dich zu sehr an. Ist erst der Anfang. Forciere es nicht. Tara, bitte lerne das auch. Was ist? Ja, was ist? Als Zweitbesetzung für Julia. Ich bin aber nicht die, die sich verletzt. Die Tournee ist lang. Wir brauchen eine zweite. Zack, wer ist der Ersatz für Romeo? All the time that's gone by since you've been mine has been nothing but amazing. And you still drive. Entschuldigung, toll, dass Sie so gründlich recherchieren. Viele kriegen die Haltung nicht hin. Also, wenn Sie noch was brauchen für die Figur, dann... Ben, dein Einsatz bitte. Entschuldigung, wir wollten hier wirklich nicht stören. Schon gut. Du solltest ihn ernsthaft dabei unterstützen, anstatt ihn wegzuholen zum Bowling. Denkst du, das war meine Idee mit dem Bowling? Das ist Bens Traumdate. This is much more than just young love. Abigail, wieso bist du nicht bei der Probe? Sie meinen für eine Tournee, die eigentlich ein verlängertes Vortanzen ist, für eine Kompanie, die mich bereits ausgeschlossen hat? Ja, ich fand, beim Film nutze ich meine Zeit besser. Abigail? Ich gehe nicht auf Tournee. Haben Sie was dagegen, wenn ich... Jetzt geh schon, Katrina! Wonach riecht es? Schweiß und Fußpilz? Nein, ich rieche die beste Freundin überhaupt. Hallo! Hoffentlich stören wir nicht. Ich liebe Bowling. Und hier ist der vierte Mann. Romeo und Julia gegen die Zweitbesetzungen. Wir Kollegen sollten ein Gruppengefühl entwickeln. Wir können auch wechseln, wenn du willst. Nein, ist alles gut. Alles okay? Ben, komm mal mit. Ich weiß, was Tara braucht. Was willst du hier? Grace sagte, du hast Bowling. Und es sollten mehr dabei sein, damit es lustig wird. Nein? Entschuldige, sie hat es als Gefallen für dich verkauft. Das ist ja sonst nicht gerade deine Hauptsorge. Naja, ich wollte alles Mögliche wieder gut machen dieses Jahr, weißt du? Ich war ja nicht besonders... Eine Rampe, wegen deines Rückens. Und der Richtung. Willst du mir einen Gefallen tun? Wir sollten sie schlagen. Hey Leute, für ein Ex-Paar versteht ihr euch richtig gut. Welche schlecht verlieren. Nein, das war ein super Spaß. Wie schön, dass du dich selbst eingeladen hast. Sport-BH, bleib schön cool. Ja, wär doch nicht zickig. Grace und ich brauchen wirklich mehr Nähe. Und du merkst nicht, wie sie dich manipuliert? Okay, spielen wir noch eine Runde. Und es macht keinen Spaß, wenn du dich nicht anstrengst. Nicht anstrengst? Nicht anstrengst? Soll das ein Witz sein? Die Schuhe. Glückwunsch, ihr habt die Tanzrunde überstanden. Ihr findet die Texte für das Vorsprechen draußen. Wir sehen uns dann morgen wieder hier. Hoffentlich spielt ihr so gut, wie ihr tanzen könnt. Hey! Hey! Olli will mir ein paar richtig heiße Ballettmoves zeigen. Fangen wir mal mit den 5 Grundpositionen an. Habe ich meinen Beruf verfehlt? Das weiß ich nicht. Ich kenne nämlich keinen deiner Filme. Psst.
Du flirtest mit ihm. Zu viel? Er will mich als seine Muse. Lass das eher sein. Das tut dir sonst leid. Abby, wir dürfen mit anderen was unternehmen. Deshalb vergessen wir doch nicht Sammy. Mhm. Klar. Da gibt's wahrscheinlich in eurer neuen Beziehung noch offene Fragen. Und wenn du die nicht klären kannst, ist es besser, man weiß das, bevor die Tournee beginnt. Ich meine nur, ich will nicht, dass mein Co-Star Liebeskummer hat, weil es einfach nicht läuft. Tara und ich werden uns aber nicht trennen. Schlimm ist nur, wenn du Psychoterror machst und einfach hier auftauchst. Psychoterror? Ja. Das ist ein bisschen zu viel von der irren Grace. Hör auf damit! Du gehst zum Ball und sie wählen dich zur Königin. Und alles wird so laufen, wie es sein sollte. Wieso? Ich mache mich doch nicht abhängig von so einer Pappkrone. Ich weiß doch, dass die Highschool nicht der Höhepunkt meines Lebens ist. Ist schon seltsam, oder? Sie schickt die Showtänzer in die Ballettrunde, aber nicht mich. Und ich bin an der Akademie. Na, sie versteht wohl nichts vom Ballett. Sie war 6 Jahre am Royal Birmingham. Kat, jetzt gib mir mal konstruktive Regietipps. Tara, kannst du bitte besser spielen? Ach, Abs, hier ist eine SMS von Wes. Soll ich die mal aufmachen? Oh. Nein! Hey, was soll das? Ja. Gib her! Ups, auf Play gedrückt. Ist das in Barcelona? Du wirkst so happy. Oh, hier ist noch eine SMS dabei. Er erwartet dich unter der Brücke in einer Stunde. Welche Version ist das? Die von meiner Mutter. Keine Sorge, du wirst mit Tara tanzen. Ich bin offenbar zu labil. Wie meinst du das? Labil ist eine nette Umschreibung. Du sagst es knapper, ich bin irre. Und vielleicht falle ich dann irgendwann auch vom Balkon. Das ist noch eine nette Umschreibung. So wie bei meiner Mutter. Es ist heftig. Ich will nicht sein wie sie. Aber ich möchte sie besser kennenlernen. Ich denke, diese Rolle... Ich wusste das gar nicht mit deiner Mutter. Bitte bemitleide mich nicht. Du hast mir aber eine sehr traurige Geschichte erzählt. Und ich finde nicht, dass du total irre bist. Du bist auch witzig. Und herausfordernd. Und du trägst coole Hüte. Wir werden die australische Provinz vom Hocker reißen. Und dafür brauche ich dich auf jeden Fall. La montaña cuando venga, ella vendrá por la montaña Wes, cuando auf. Venga, ella vendrá por la montaña, ella vendrá por la. Du hast mich dazu gedrängt. Ich habe das Solo für dich choreografiert und will keine andere. Ella vendrá por la montaña, ella vendrá zurück. Por la montaña, Barcelona ella Barcelona war ein por Fehler. La montaña, ich war venga. Nicht ich selbst. Es geht nicht, ich bin Profi und habe hier den Vertrag. Ella vendrá por la montaña, ella vendrá por la montaña. Und wer warst du, wenn du nicht du warst? Irgendeine andere. Mein Freund war gerade gestorben. Praktisch 50 Meter von dort, wo du stehst. Sammy ist dein Freund gewesen, hast du mir nie gesagt? Er wäre es geworden. Wir wären... Du hast mich das vergessen lassen und als ich zurückkam, konnte ich nicht fassen, dass das geschehen ist. Deshalb nimmst du meine Anrufe nicht an? Du fühlst dich schuldig? Ich bin schuldig. Du reichst nicht annähernd an ihn heran. Du schaffst das wirklich nicht. Thank you.
doch still, was schimmert durch das Fenster dort. Wir müssen das nicht machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Es ist der Osten und Julia ist die Sonne. Nein, wirklich. Ich müsste mich groß bei dir entschuldigen. Ich war eine schlechte Freundin und werfe mit Schuhen. Nein, du hattest recht. Ich darf mich nicht von Grace manipulieren lassen. Und du hattest auch recht mit Saskia. Ich bin zu naiv. Nein, du bist nett. Viel netter als ich. Ich bin schwierig und sehr empfindlich und ich hasse Bowling. Ach ja? Ich hasse Sportarten mit Bällen und Kugeln. Es hat keinen Zweck, dir was vorzumachen. Du könntest ein bisschen so tun, als ob. Komm, wir versuchen es nochmal. Ich muss unsere Stunde heute leider absagen. Das Filmteam belegt gerade das Studio. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir zuerst eine Ballettschule sind. Gegen das Vortanzen hatten sie aber nichts einzuwenden. Ich meine, wenn ich mit dem dritten Jahrgang abschließen will, ist noch sehr viel aufzuholen. Ich werde also nicht mit denen abschließen, ja? Ich möchte, dass du dich ganz auf den zweiten Jahrgang konzentrierst. Und da werde ich bestehen, ja? This is much more than just young love. Zu spielen, das liegt mir total. Abigail Armstrong, Vorsprechen für die Rolle Kimberly. Sie gibt mir die Stichworte. Okay. Anscheinend kann ich mich genauso gut durchmogeln wie die anderen. Profil nach rechts. Das andere rechts. Und Blick zur Kamera. Nein, mit dem Gesicht zur Kamera. Action. Hör auf damit! Du gehst Ich kann mir einreden, dass es mir gut geht und dass ich mein Leben vergeudet habe mit dem Wunsch, Tänzerin zu werden. Und sogar einreden, dass Sammy und ich dafür bestimmt waren, für immer zusammen zu sein. Sorry. Sie war Meryl Streep gestern Abend. Nochmal vom Anfang der Seite. Hör auf damit. Du gehst zum Ball und sie wählen dich zur Königin und alles wird so laufen, wie es sein sollte. Ich mach mich doch nicht abhängig von so einer Pappkrone. Ich weiß doch, dass die Highschool nicht der Höhepunkt meines Lebens ist. Vielleicht ist sie's doch. Vielleicht werde ich immer nur Durchschnitt sein. Aber Paul ist es nicht. Er tanzt so, dass ich nur davon träumen kann. Danke, Abigail. Danke. Cat, tausch doch mal die Plätze, bitte. Ach, nein, ich spreche hier nicht vor. Ich bin ja schon in der Ballettrunde rausgeflogen, also... Uns zuliebe. Ich kenne den Kimberly-Part nicht. Lies die Hauptrolle. Das machst du gut. Und Action! Was bisher so passiert ist. Ich könnte doch den Abschluss machen fürs zweite Jahr am Ende des Semesters und wechsle dann direkt ins dritte Jahr. Grace, jetzt bist du wirklich irre geworden. Du meinst, es war deine Wärmecreme? Was ist passiert? Sie war schon einzigartig, deine Mom. Dad sagt, sie war depressiv. Ich weiß noch, sie lag oft im Bett. Vielleicht war Sammy deshalb mit uns beiden zusammen, weil wir uns... Du meinst, ähnlich sind? Weißt du, wer Experte für Demobänder ist? Ethan. Machen wir eine Konferenzschaltung. Glaub nicht, dass das große Schweigen nicht aufgefallen wäre, das über deinem Sommer in Barcelona liegt. Ich hatte einen tollen Jungen mit einem Herzen so groß wie der ganze Hafen, aber den hatte ich nicht verdient und ich hab's versiebt. Take a leap of faith and lead the way to my land.
Buenos días. Necesito ir. Sorry. Hickson Road, National Academy of Dance. Danke sehr. Ich höre die Mailbox selten ab. Wenn's wichtig ist, schickt eine SMS. Das Motto für unsere Ausbildung könnte gut sein: Mogel dich durch, bis du es schaffst. Du solltest die aus dem ersten Jahr sehen. Die campieren draußen und warten darauf, dass sie Promis sehen können. Offenbar. Cat glaubt, wenn sie die fanatische Ballettrate spielt, kann sie die Zeit, in der sie ihr Talent vergeudet hat, wieder wettmachen. Hoffentlich lassen sich alle ablenken. Und kaboom, dann mache ich sie fertig. Grace glaubt, wenn sie so tut, als wäre sie ein normaler Mensch, würde keiner merken, dass sie eher eine Spinne ist, wie die Schwarze Witwe. Frühstück zur Feier des Tages? Oh. Platz dafür, Mercutio. Ich stehe da. Ich dachte nach dem Reinfall mit der Kompanie. Ich bin Romeo und du... Frau Capulette. Tara glaubt, wenn sie so tut, als wäre sie die perfekte Freundin, würde sie jetzt wie durch Zauberei nicht neurotisch, eifersüchtig und sehr anspruchsvoll sein. Ich bin eigentlich die Einzige, die sich hier nichts vormacht. Benvolio. Eine Nebenrolle. Und ein Mann. Geschlechtertausch ist jetzt wohl in. Ich bin Julias Amme. Ist das eine Beschwerde? Nein, gar nicht so. Wir machen nicht nur Romeo und Julia. Das moderne Tanzstück braucht gute Solisten. Ein brillanter, junger Choreograf. Du könntest genau sein Typ sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich würde Julia tanzen. Hat Mom sie getanzt in der Kompanie oder... Auch im dritten Jahr. Grace, was denkst du darüber, nicht auf Tournee zu gehen? Vielleicht ziehst du ein paar Monate zu mir. Warum sollte ich das tun? Du bist... sehr labil und ich glaube, etwas Stabilität wäre das Richtige für dich. Bin ich das? Wann? Ich sabotiere doch keine Kompanieaufführung, Lucy. Ja, ich weiß, dein Verschulden an dem Vorfall ist nicht bewiesen. Aber Grace, ich mache mir Sorgen um dich. Aber vermutlich bin ich die beste Tänzerin für diese Rolle. Und deshalb hat Zack mich besetzt. Ja, richtig. Naja, dann kann es ja nicht deine Aufgabe sein, die Produktion zu gefährden. Ganz zu schweigen von meiner ganzen Zukunft beim Ballett. Aber als Patentante muss ich auch an andere Dinge denken. Lucy, heute ist der erste Probentag. Bis Ende der Woche wirst du überzeugt sein. Nicht nur, dass es mir gut geht, sondern dass die Tournee mich braucht. Unbedingt, verstehst du? Young love, young love, nothing quite the same. Ihr zwei seid in fast jeder Szene. Darum müsst ihr auch zusätzliche Zeit investieren. Du hattest es dir so schön gedacht. Ben als Romeo, du als Julia. Ihr triumphiert im Wagga Wagga Kulturzentrum. Und nun... Wir sind gerade wieder zusammen. Ich erlaube mir keine negativen Gedanken. Noch einmal von der Hebung. Das ist dein Plan? Selbstloses Verständnis, happy, wenn er happy ist? Du stellst dir immer wieder selbst die Fallen. So, dritter Jahrgang, ich möchte euch Wes Cooper vorstellen. Er gehört nicht nur zu den jungen Wilden der europäischen Choreografen. Er opfert auch einen Sommer seine Arbeit mit Impression und kreiert eine Welturaufführung für eure Tournee. Und das ist kein schlechter Tausch. Ich wollte schon immer die Provinzmotels in Australien kennenlernen. Impression? Dann wirst du Ethan kennen. Er ist sogar mein Mitbewohner. Hi, Abby. Eine schöne Überraschung? Wie willst du vorgehen? Ich sehe am besten bei den Proben zu und suche mir dann meine Solisten aus. Gut. Hast du uns was zu erzählen? Falls du dich um die Rolle des kessenschwulen Freundes bewirbst, ich brauche keinen. Heute kann ich nicht. Ich gehe mit Tara zum Bowling. Hast du selbst nicht verstanden? In dieser frühen Probenphase sollten wir uns vollkommen einbringen. Wir können es ruhig verschieben. Nein, wir feiern unser 2-Wochen-Jubiläum mit Bowling. Ist das zu glauben? Sie hat noch nie gebowlt. Das kann bis morgen warten. Grace hat recht. Es ist viel wichtiger, dass ihr die Balkonszene drauf habt. Er ist hier.
Reese O'Leary, er ist tatsächlich hier. Reese, hey, geben Sie mir auf die Brust ein Autogramm für meine Freundin? Na klar, gern. Danke. Ist das der Kerl aus den kitschigen Fantasy-Filmen? Archer und die Argonauten. Ja, glaube ich. Hey, ich habe mich schon gefragt, ob ich euch hier treffe. Ihr habt wohl für meinen Kurs jetzt keine Zeit. Ich habe noch nie die Choreo für einen Film gemacht, das wird interessant. Und wie sieht die Story aus? Böser Bursche aus dem Armenviertel trifft Ballettprinzessin. Was sonst? Hey, wisst ihr, ihr solltet vortanzen. Wir werden viele Szenen hier drehen. Das wäre wunderbar, aber das wird sich mit unserer Tournee überschneiden, also... Wirklich? Mhm. Falls ihr es euch anders überlegt, die